You worthless piece of scrap metal. Did you think you could defeat me? No. Hallöchen, liebe Gaming-Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Retro-Projekt, wie ich es euch ja schon im Infovideo und zum Schluss von Black Ops 3 vor der Part. Sag mal, bleibst du wohl? Wie ich es schon sagte, wollte ich neben Mega Man 5 noch Mega Man X aufnehmen, weil ich ja Bock drauf habe, wieder auf Ey, der will mich doch verarschen. So. Nochmal. Hier können wir in Ruhe reden. Ja, warum macht er das jetzt? Egal. Ich will das halt vorher noch erklären. Hab gerade derzeit sehr großen Bock auf Retro und es ist auch ziemlich warm gerade, falls ihr im Hintergrund ein leichtes Rauschen hört, da könnte das mein Ventilator sein. Zur Geschichte des Spiels komme ich dann so nebenbei, aber auf jeden Fall muss mal wieder ein bisschen mehr Retro-Action hier rein. Ich hab derzeit von Call of Duty die Schnauze voll. Es geht hier übrigens nicht mehr um Mega Man und Dr. Light gegen Dr. Wily und seine Roboter. Alter, ich hatte das gar nicht in Erinnerung, dass dieser Bildschirm immer so schlecht wegging. Hier haben wir es mit einem Reploiden bzw. Maverick, wie sie später heißen. Die bösen Roboter werden Mavericks genannt. Sigma, der eigentlich ein Good Guy war, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, würde ich jetzt mal sagen. Sucht mal auf YouTube die OVA The Day of Sigma. Ich verlinke euch das jetzt hier mal per Anmerkung. Hier, genau über Mega Man. Beziehungsweise über X. Das ist ein neuer Mega Man. Der letzte von Dr. Light geschaffene Roboter. Während Zero der angeblich der letzte von Dr. Wily geschaffene Roboter war. Eigentlich war Zero ein böser. Und wie es dazu kam, dass Sigma nun böse wurde, schaut euch auf jeden Fall diese OVA an. Die beleuchtet das Ganze noch ein bisschen besser. Erschienen ist das Spiel, ich glaube, in den USA und Japan schon im Jahr 1993. Und hierzulande in Europa ist es dann erst 1994 gewesen. Es hat sich jetzt auf den ersten Blick für euch, wenn ihr die X-Reihe noch nicht kennt, noch nicht viel geändert. Außer das, ach du Scheiße, jetzt werde ich fast hier. Ich zeige es euch gleich mal an einer Stelle, wo es weniger riskant für mich ist, weil bei meinem Talent, das kennt ihr ja. Im Übrigen hier mal ein Shoutout an Herrn Nick, wenn ihr geile Mega Man Let's Plays sehen wollt, schaut unbedingt mal bei ihm rein. Uiuiui, ja, seht ihr, das meinte ich, das wollte ich eigentlich zeigen. Mega Man kann sich jetzt an Wänden festhalten. Ja, die Energie zu holen bringt jetzt nichts. Und vor allem, aua. X kann sich upgraden lassen. Es gibt verschiedene Kapseln. Ein Upgrade für die Beine, für seine Arme, für den Helm und seine Rüstung, für seinen Körper. Und ich werde auch nach der Intro-Stage Folgendes machen. Bevor ich hier richtig anfange, die Robotermeister zu besiegen, werde ich in die Stages gehen, um mir einfach mal die ganzen Upgrades holen. Wir machen es uns dann mal ganz leicht. Ich schneide das im Anschluss an dieser Stage mal ran. Ich könnte jetzt da runter sliden und mir diese Energiekugeln holen, diese Auflader. Ja, bringt ja nichts. Also, wie gesagt, ich gehe dann mal einfach so, weil ich will es mal auf eine ganz andere Art spielen. Normalerweise renne ich hier immer durch, hole mir so auf dem Weg die ganzen Upgrades und zum Schluss dann noch eine geheime Waffe, die ziemlich, Alter, die ziemlich OP ist, die werde ich auch einsetzen. Auf jeden Fall, auch wenn das ziemlich low ist, aber wenn ich mir die schon erspiele, dann habe ich das Recht, die einzusetzen, sage ich jetzt mal. Und sonst, ja, wo wir schon mal dabei sind. Das ist auf meinem Kanal jetzt ein Novum. Ich bin ja normalerweise keiner, der 100% Runs macht. Einfach, weil ich nicht der Typ dazu bin, weil mir sowas nicht liegt. Aber hier bei Mega Man X, das Spiel kenne ich wie meine Westentasche. Gehst du wohl weg? Das Spiel kenne ich wie meine Westentasche, wollte ich sagen. Und von daher, hier kann ich mal einen 100% Run wagen. Und derzeit ist auch nur Mega Man X1 geplant.
Wenn überhaupt, dann mache ich von den Nachfolgern höchstens Mega Man X2. Vielleicht, aber auch nur vielleicht auch Mega Man X3. Ich bin gerade faul. Au. Ja, der fand das nicht so cool. Egal. So, jetzt müsste eigentlich gleich unser Boss schon kommen. Beziehungsweise da kommt noch ein bisschen was raus, ein paar Karren. Seht ihr? Na wo? Du Blödsack. Aber ich weiß nicht, gerade jetzt, wo Mighty Number 9 auch erschienen ist, das werde ich mir natürlich auch holen. Let's Playen werde ich das wohl nicht, aber Mighty Number 9, das ist für Mega Man-Fans echt Pflicht. Ihr hört schon an der Musik. Hier haben wir es mit Wild zu tun. Es ist jetzt auch völlig egal, ob ihr ihm zusetzt oder nicht. Früher oder später wird er eine Energiekugel abschießen, die euch einfängt. Also müsst ihr gleich anfangen. Ja. Und übrigens, ja, ich lese es nur auf Englisch vor, sage ich jetzt schon mal. You worthless piece of scrap metal. Did you think you could defeat me? Nanu, was hören wir denn da? Bam! Und das ist Zero. Die coole Sau. Hat ja später sogar seine eigene Spielereihe gekriegt. Mega Man Zero. Wobei ich aber sagen muss, die mochte ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, konnte ich nichts mit anfangen. I guess I'm not powerful enough to defeat him. X. You shouldn't expect to defeat him. He's designed to be a war machine. Remember, you have not reached full power yet. If you use all the abilities you were designed with, you should become stronger. You may even become as powerful as I am. I'll scout ahead and collect as much information on Sigma's fortress as I can. I'll meet up with you. Entschuldigung, Frosch im Hals gehabt. I'll meet up with you when you get there. See you later. X, I know you can do it. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde trotzdem Mega Man nennen aus Gewohnheit. Und hier haben sich auch die Passwörter geändert. Hier werden die von MeTools angezeigt. Naja. Hier haben wir unsere 8. Ich wollte schon Robotermeister sagen. Eigentlich sind es alles Reploiden, die Roboter von morgen, sag ich mal, die Roboter der Zukunft. Was man ja auch im Lauf der Spielreihe und in der OVA, glaube ich, auch erfährt. Die Reploiden, die sind in der Lage zu fühlen, beziehungsweise ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Oder irgendwie was war da auf jeden Fall. Sie sind mehr als die normalen Roboter. Und ja, manche drehen halt durch, gehen auf die böse Seite und dann werden sie zu Mavericks erklärt. Und da greift halt unsere Truppe rund um Mega Man X ein. Hier haben wir die Reploiden. Ja, ich will immer noch Robotermeister sagen. Launch Octopus, Chill Penguin. Ah, Mann. Flame Mammoth, Boomer Kuwanga. Oh, seine Musik, wenn ich die höre, dann möchte ich mir jedes Mal nein, 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 la 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 la. Sting Chameleon, Sparkman Drill, hat er übrigens auch eine sehr geile Stage Musik. Storm Eagle und Armored Armadillo. Manche Stages, die verändern sich, je nachdem, wen man wann, an welcher Stelle besiegt. Zum Beispiel, wenn man den Chill Penguin besiegt hat, da ist die Stage vom Flame Mammoth erkaltet. Erkaltet, ja, hört sich komisch an, ich weiß, da gibt es da keine Lava mehr und so weiter. So, folgendes. Ich werde euch jetzt nur zeigen, wo es die Upgrades gibt. Die werden wir uns jetzt schnell alle holen in diesem Part noch. Das werde ich nur zusammenschneiden. Den Weg dahin werde ich zwar noch zeigen, aber das war's auch. So. Das erste Upgrade, das gibt's beim Chill Penguin. Das kann man gar nicht verfehlen. Nette Pose übrigens von ihm. Juhu. Vor kurzem hätte man in Deutschland auch noch denken können, es liegt Schnee. Nein, ganz so schlimm war es da nicht. Na, was heißt vor kurzem? Ich werde das wahrscheinlich erst fertig hochladen, wenn ich es auch fertig aufgenommen habe, damit ich einen Vorrat habe.
Alter, das ist ein verdammter Hase. Und so finde ich das gerade bei Kurzprojekten, finde ich das ein bisschen besser. Ich mag die X-Fledermäuse übrigens nicht. Ich fand diese Kugelfledermäuse aus den alten Mega Man-Teilen irgendwie putziger. Haben hier einen kleinen Cameo-Auftritt. Nehme ich schon mal vorweg. In der Stage von Armored Armadillo. Ah. Und bei denen kann man sehr gut Leben farmen. So, wie ich schon sagte, das Upgrade für die Beine, das kann man gar nicht verfehlen. Und das müsste nämlich gleich hier, ja, da oben müsste es kommen. Oh Gott. Mega Man hat mir gefehlt. Eine Kapsel mit Dr. Light. So you've come. X, I gave you the ability to choose your own path in life. Seht ihr, das habe ich vorhin kurz erklärt. Eigenes Bewusstsein und bla, eigene Entscheidungen fällen. And I hope the world would allow you to choose a peaceful one. But now it seems that you are destined to fight. Because I thought the world might need a new champion, I have hidden capsules like this one. If you find and use them, you'll be able to increase your powers beyond anything the world has ever known. Step into this capsule and receive an acceleration system to boost your speed. Good luck, X. So. Beam me up, Scotty. Und jetzt kann ich euch auch mal diese Sache mit Retro-Achievements zeigen. Das habe ich euch ja schon mal erklärt. Bei dem NES-Emulator, da geht das im Vollbildmodus irgendwie nicht. Aber naja. Auf Druck der A-Taste oder wenn man doppelt in eine Richtung tappt, doppelt nach rechts, können wir jetzt ein bisschen schneller... Na, rennen nicht. Ein Dash machen wir dann und du nervst mich gerade. Ach ja, ich wollte mich eh dreimal sterben lassen, damit ich hier raus bin. Was wollte noch kurz, damit kann man auch super weiter springen. Aber so, ich lasse mich jetzt hier dreimal sterben und wir sehen uns beim nächsten Upgrade wieder. Das nächste Upgrade gibt es in der Stage von Storm Eagle. Hier finden wir den Helm. Und gleich am Anfang auch ein... War es ein E-Tank oder ein Herz? Finden wir relativ am Anfang. Deswegen zeige ich euch die Stage auch zu Anfang. Und schneide nicht erst rein, wenn ich das Helm-Upgrade hole. Das ist auch eine geile Musik. Also wir müssen uns kurz mit diesen Plattformen hier auf nach oben machen. Und wenn wir am höchsten Punkt sind, springen wir mit den Turboschuhen, mit den Boots nach links und haben ein Herzteil. Dadurch bekommen wir ein bisschen mehr Energie. Seht ihr, schon wieder ein Achievement. Und überhaupt... Euch wird vielleicht auch sonst auffallen im Spiel, dass die Bosse viel mehr Energie haben als Mega Man. Oder X. Mega Man X. Und, na. Ist mir doch gerade die Aufnahme abgeschmiert. Zum Glück hatte ich ein Passwort. Was wollte ich sagen? Ihr werdet sehen, dass die Endgegner hier viel mehr Energie haben als Mega Man selbst. Das sind die Sprite-Lags, das lag jetzt nicht an mir. Ihr werdet sehen, dass sie viel mehr Energie haben, aber wenn Mega Man alle Herz-Upgrades gesammelt hat, dann kommt er hier schon klar. Na komm schon. So, jetzt... Habe ich auch ganz vergessen. Wir sehen uns jetzt beim Helm wieder. Total vergessen. So, Leute. Wenn ihr hier ankommt, slidet ihr hier runter. Seht ihr das da oben? Da kommt ihr erst mit den Boots ran. Und dahinter verbirgt sich dann der... In der Club Nintendo Zeitung, die es damals umsonst gab, stand immer Titanhelm. Ich lese das jetzt nicht mehr vor, weil ist nur bla bla. Hier ist ein Upgrade. Schade, dass du nicht in Frieden leben konntest. Hier das Upgrade ist für deinen Helm. Und er führt ja jetzt auch nochmal vor, was er damit kann.
das nächste Achievement unlockt. Ich mag Retro-Achievements irgendwie. Seht ihr? Damit kann man solche Dinger kaputt machen. So, wir sehen uns jetzt in der Stage von Sting Chameleon wieder. So, wir befinden uns noch relativ am Anfang der Stage. Da werden wir uns hier nach oben machen und hier kommt jetzt ein kleiner Bossgegner. Eigentlich relativ einfach. Zieht sich nur ein bisschen hin. Ich werde den Kampf wahrscheinlich auch zusammenschneiden, wenn er... Ups, wenn er zu lange dauert. Was ist denn mit mir los? Ist nur ein Kopf verletzbar. Mist. Ah! Scheiße, ich springe noch rein. So, da haben wir ihn. Und da erscheint auch schon die Kapsel. Das Übliche, hier haben wir ein bisschen, ja, Upgrade, bla, Body Armor. Ihr denkt, das wären schon alle Upgrades gewesen? Eins gibt es noch. Eins gibt es noch, was man, soweit ich weiß, so stand es damals in der Club Nintendo Zeitung, die parallel zum Spiel rauskam. Wenn man kurz vor... Also, man kriegt die Waffe, beziehungsweise das Upgrade auch, wenn man in Sigmas Festung ist. Wie genau, werde ich euch erklären, wenn wir an dieser Stelle später sind. Vorher will ich hier noch nichts spoilern. Also, wir sehen uns jetzt beim Flame Mammoth wieder. So, in der Stage von Flame Mammoth. Seht ihr diese Teile da oben? Ah! Gar nicht so einfach, dieser Sprung. Und ich muss halt auch aufpassen wegen dem Feuer hier und der Lava. Mensch, das ist... Ah! Na komm schon. Ey, der will mich doch verklapsen. Ich hatte das gerade kurz. Ja! Ah, Alter, das ist so ein fieser Sprung. So. Hier kriegen wir jetzt ein Upgrade für den X-Buster. Kriegen wir, wie gesagt, auch in Sigmas Festung. Unter welchen Umständen man das kriegen würde, das erkläre ich euch, wenn es soweit ist. Hier seht ihr nochmal, ihr ladet den Schuss dann so lange auf, bis er rosa ist, und dann wird dieser Schuss losgeballert. So, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann erst geht es richtig los.